Laura, du hast mir gestanden, du bist das erste Mal am Muttersberg, oder doch nicht? Gleich ertappt, gleich am Anfang. Na, wobei, wenn ich mich nicht ganz täusche, muss ich zugeben, war ich zwischen den Jahren 95 und 2001. Muss ich mal da gewesen sein, weil ich kann mich erinnern, da war noch die alte Seilbahn, wo die große Gondel, die schöne altmodische mit 20 Leuten drin, ja. Was jetzt momentan eh nicht gehen, glaube ich, nein, war noch da. Aber jetzt ist alles neu und anders, aber es ist wunderschön. Den ersten zarten Kontakt, darf ich noch kurz rekapitulieren, haben wir zwar gehabt am Set in Oberpartenblumen. So, genau, danke schön. Oberpartenblumen im großen Walsertal. Im schönen großen Walsertal, genau. Atem des Immer Himmels. In den Bergen eigentlich, ja, mir zwar, gell? Ja, schön. Ja, das ist gutes Omen. Ja, ja, schön, sehe ich auch so. Und da warst du zarte 13, 14 Jahre, glaube ich, und da ja. hast du schon eine Rolle gespielt in Atem des Himmels. So ist es, das war meine allererste Rolle. Ja. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann auch entschlossen habe, dass ich Schauspielerin werden will. Weil nach dem ersten Take, ich kann mich noch genau erinnern, das war, erstens haben wir ein wahnsinniges Wetterglück gehabt. Wir haben, glaube ich, 7 Wochen in dem Sommer schön Wetter gehabt. Ja. Und die erste, allererste Szene, die ich hatte, war eigentlich ohne Dialog, also ohne Text. Das war einfach nur, ich habe reagieren müssen, ein Mädchen aus Blons, 1954. Sie hat das erste Mal einen Kaugummi in ihrem Leben, weil das hat damals noch nicht gegeben. Hat die Besatzung gebraucht? Die Besatzung hat die Kaugummis gebraucht, genau. Und ich musste eigentlich nur reagieren müssen auf diesen Kaugummi. Und dann war Cut. Aber das war so ein magisches Gefühl für mich, irgendwie vor einer Kamera zum stehen, in eine andere Rolle zum schlüpfen. Und vor allem so ein historisches, so eine historische Geschichte war natürlich wirklich einzigartig. Ein junger Mensch wie du, hast du mir so ein bisschen einlesen oder hast du schon Nein, viel gewusst? Absolut. Ich han Dein Papa hat ja Wurzeln da drin, oder? Genau, also sie, es ist ja die Geschichte von seiner Mama. Also ja, die ja, war 19, richtig, genau. Genau in dem Jahr, als ja. das Unglück passiert ist, 1953, 54 in Blons, als die ja. Lawinenkatastrophe war. Und natürlich habe ich mich da eingelesen, aber ich habe auch die ganzen Insider schon gewusst, weil ich oft auch mit ihm mit war. Er hat auch viele aus Blondes interviewt damals, die das Unglück hautnah miterlebt haben. Und da habe ich dann eigentlich gut Bescheid gewusst. Du hast viel Natur mitbekommen. Also dir fällt, glaube ich, alles recht leicht. Oder täusche ich mich da? Sprachentalent, naja, nein, Moment. Musik? Wenn es um Sprachen geht, war ich in der Schule immer schon Mathematik eine Ultraniete. Mein Gott, was ich Abende verbracht habe vor Schularbeiten mit Weiner. Echt wahr? Ja, mein Mathebuch war einzige Träne. Also, das war eher nicht so meins, aber Sprache, Englisch und Französisch war immer schon meins irgendwie. Und ja. ich kann es mir selber nicht erklären, entweder hat man das Talent für Sprachen oder nicht, finde ich. Und zum Glück habe ich das irgendwie mitgekriegt und ein Großteil von unserer Familie ist schon aus Frankreich, muss ich zugeben. Aha, deswegen ja. bin ich mit ja. der Sprache ein bisschen aufgewachsen. Mit vorbelastet auch. Und unter anderem in Italien halb aufgewachsen in meiner Frühkindheit. Ja. Und ich liebe verschiedene Sprachen zu lernen, vor allem Akzente. Verschiedene Akzente in Englisch mache ich sehr, sehr gern. Ja. Es macht Spaß. Da kann man jetzt vielleicht ein bisschen drauf. Akzente, du machst sehr, sehr gern. Abgesehen jetzt, wir können noch auf Amerika kommen noch. Was mir immer wieder auffällt in deinen Clips, du gibst so einen kumpelhaften Eindruck, du gibst so einen Eindruck, dass man mit dir Rösser stellen kann. Du bist da nämlich für keine Filmszene zu schade. Im humorvollen Bereich sieht man die immer wieder mit ganz kurzen Clips und du kannst offensichtlich selber über die lachen. Das muss man auch. Ich glaube, das muss jeder im Leben, weil sonst du darfst das nicht Absolut. Alles zernschnieren, weil sonst wirst du ja wahnsinnig. Wer wurschtelt denn diese Clips zusammen im Kopf? Bist du das? Ich ganz allein. Echt? Ja, ich denke, cool. meistens inspiriert mich irgendein Musikstück und dann denke ich mir, ach, das wäre doch gerade lustig, dass man das irgendwie mit einem kleinen Sketch irgendwie paart. Ja. Und dann mache ich das ganz unkompliziert. Weil gerade in so einer Zeit wie mir jetzt, finde ich, darf man den Humor ja nicht verlieren. Ja. Jetzt kommt aber auch gleich die Frage hinter nachgeschossen. Du bist sehr aktiv diesbezüglich auf den Social Medias. Muss man jetzt das sein in deinem Genre ein bisschen Ja, oben es ist natürlich ein, also ein Thema, weil gerade jetzt in meinem Beruf, wo alles wirklich sehr öffentlich oft ist, und mein Management sieht mir da auch, es ist fast notwendig, was vor 10 Jahren noch nicht so der Fall war eigentlich. Aber es ist doch leider so, es hat Vor- und Nachteile.
Aber ich versuche halt die gute Balance da zu machen. Ich mache einige persönliche Sachen und auch hauptsächlich halt berufliche Dinge. Aber online. Man macht schon noch ein bisschen ein Lebenszeichen von sich zu gehen. Das ist schon wichtig. Absolut, in deinem ich Beruf. Finde auch über Instagram gerade lernt man oft einen Mensch wirklich, kann man einen Mensch gut kennenlernen eigentlich von Videos und so. Und ich finde, das ist halt interessant. Ich folge auch vielen Schauspielern in Ostamerika und dann denkst du halt, es ist interessant, deren Alltag zu sehen und vor allem halt, wenn es ums Set geht, die Behind the Scenes ist immer sehr spannend. Und ich möchte es halt um ihnen Followern irgendwie gehen, dass sie wissen, wie so ein Tag zum Beispiel ausschaut. Stichwort Wesley Snipes. Muss ich fragen. Oh, yes, my dear. Ja? Wesley, ja. Das war unvergesslich. Das war 2016. Ja. Eigentlich der erste große US-Kinofilm, den ich gemacht habe in Amerika. Und dann halt gleich mit Wesley Snipes. Das war. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Manager hat mich angerufen. Erstens, der Casting-Prozess war extrem mühsam. Aha, ja. Da bin ich angegangen. Ich glaube, 4 oder 5 Mal. Also zuerst zu einem normalen Casting, dann muss 4 Szenen habe ich glaube durchmachen müssen, also 4 verschiedene, eine Weinszene, dann eine Kussszene. Ach ja. Ja, das war lustig, vor allem wenn die Kussszenen mit 10 verschiedenen Jungs machen muss und einen sieht er dann am Schluss, er hat Grippe. Auwe. Wir könnten stundenweise, vielleicht ergibt sich auch wieder mal die Möglichkeit, länger da auszuholen in irgendetwas. Wir sind schon wieder fast am Ende. Das geht Laura, so schnell. Noch einmal ein Stichwort, iZombie. iZombie, ja. Das war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Das hat übrigens alles in Vancouver gedreht, wie The Recall mit Wesley Snipes, außerhalb von Vancouver dreht. Wo es endlich wieder ausschaut. Kanada ist ein Traum. Also ich liebe Kanada. Eine tolle, tolle Serie. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Da habe ich für 2 Jahre dabei sein dürfen als Gastrolle. Und natürlich die Masken bei dieser Serie wahnsinnig, waren ja. ein ja. Wahnsinn. Ja. Um 3 aufstehen, dann bist du um 4 in der Maske und um 7 Uhr früh erkennst du dich selber nicht mehr im Spiel. Wahnsinn. Drei Stunden Maske. Ja, so. 3 Stunden Maske und das Schlimme ist, in einer halben Stunde ist es weg. Also 3 Stunden Arbeit und in einer halben Stunde kannst du es... Wahnsinn. Aber natürlich halt nicht in jeder Szene diese Maske. Aber das war eine... Für die, die es nicht kennen, ist eine Comedy-Zombie-Thriller-Serie, die es leider jetzt umgibt. Es waren 5 Seasons hat's gegeben und ich habe in der 4. und 5. Staffel dabei sein dürfen. Das war echt toll. Zum krönenden Abschluss noch etwas, was dich sicher freuen wird. Du bist im September in Wien. Genau, ich bin im Mitte September, fangen Dreharbeiten an für eine österreichisch-deutsche Co-Produktion fürs Fernsehen. Ein Thriller mit einer tollen Besetzung, aber da darf ich leider noch nicht mehr dazu sagen. Ich weiß, das ist ein Elend. Die sind immer so heikel, da muss man immer aufpassen. Also wenn wir das gewusst hätten. Schau, aber gell? Wir werden demnächst von dir hören, denke ich einmal, in diese Richtung. Und hoffentlich im Oktober. Ich blieb momentan jetzt noch, also in dem Jahr, glaube ich, auf dem europäischen Kontinent. Schön. In Barcelona ein internationales Projekt im Oktober. Ah, ja, okay. Ja, also hoffentlich, falls nochmal irgendwas mit... Lockdown in Spanien, wer wir weiß. Wünschen das nicht, dass Nein, die Branche ich wünsche es noch mehr hochkommt oder wieder hochkommt. Es muss wieder hochkommen, ja, absolut. Auf jeden Fall. Für uns alle. Laura, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke da dir, auf den es Berg war mir zu eine Freude. Auf 14.01. Vorarlberg Tourismus lässt dich auch schön grüßen. Bedankt sich, wie ich, von ganzem Herzen mit der ganzen Mannschaft für dein Erscheinen. Das ist und für sehr das lieb. Tolle kurze Gespräch. Du kriegst ein Büchli überreicht von mir. Vielen Dank. Mein Werk. Ich hoffe, du hast hoffentlich einmal Zeit und Möglichkeiten, einen Weg zu gehen. Wenn du ein bisschen wandern kannst oder so, ein bisschen, wenn die Zeit hast. Ich fange auf der Fahrt nach unten mit dem Buch. Ich mache mein Werk da. Alles klar. Laura, noch einmal alles Liebe, alles Gute. Deiner Familie liebe Grüße. Danke und zurück. Danke fürs Zuschauen.